Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal ein bisschen hier im Hause rumwerkeln und anschließend wieder in die Aschenlande gehen, weil es dort noch einiges Neues zu erkunden gibt. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben seit letztem Mal und eine bezieht sich tatsächlich auch hier drauf, weil das mit den Uhren, das ist zwar irgendwie ganz cool so, aber doch tatsächlich schwer zu lesen. Oh. Ach ja, stimmt. Ich habe Eiter angemacht, ne? Den sollte ich vielleicht mal auslernen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir könnten theoretisch wieder ein bisschen Met herstellen, ne? Wir haben keine Metmischung mehr. Das stand nämlich auch an. Gib mal her. So. Oh, köstlicher Met. Ich dachte, die Produktion hatte ich schon eingestellt. Ah, nein! So. Sehr gut. Ich mache noch eine neue Fuhre an, ne? Weil ich glaube, da werden noch andere Magiesachen auf uns zukommen. Und außerdem wollte ich mal gucken, Met. Da gibt es doch bestimmt mittlerweile auch neuen Met, ne? Moment, da gucke ich mal nach. Weil das stand nämlich ebenfalls an. Weil es gab doch hier, glaube ich, den besseren Heilmet. War das nicht so? Wo haben wir denn hier die Metmischung? Da, längeres Eiter. Ah, dafür brauchen wir die Weinbeere. Harz und Magierhut. Mhm. Längere Gesundheit. Auch da brauchen wir die Weinrebe. Ich verstehe. Das heißt, wir können noch gar nichts davon craften, ne? Soll ich dann erstmal warten mit Met? Weil es macht ja jetzt keinen Sinn, den schlechten Met aufzusetzen, ne? Ich glaube, dann würde ich das folgendermaßen machen, dass wir sowohl das Essen als auch den Met jetzt erstmal komplett wegverbrauchen. Und wenn wir dann neuen machen, dann machen wir den guten, ne? Oder? Würde ich sagen. So, ich pack mal hier das Magiezeug weg, aber ich schmeiße trotzdem Neues an. Das hier und der hier. Perfekt. Könnte ich theoretisch auch eine Kiste unten hinstellen, dass ich nicht immer wieder hochrennen muss, ne? Obwohl, andererseits ist, glaube ich, eigentlich gar nicht weiter wild. So. Und zugemacht. Aufgemacht. Und, na komm, reingemacht. So. Zack. Und ich würde sagen, wir schmeißen den Stuff wieder weg. Und dann klappern wir mal meine aufgeschriebene To-Do-Liste ab. Magiezeugs hier rein und Stoffe hier rein. So. Und den Dingens mit, den köstlichen, schmeiße ich erstmal hier hin. Hm. Oder warte, theoretisch kann ich den auch einfach gerade hochbringen. Und wo ich gerade dabei bin, das fiel mir auch letztes Mal auf. Da nehme ich mal eine Abkürzung, denn wir hatten, glaube ich, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch irgendwas war doch voll. Das ist noch okay. Pilze okay. Samenkorn, Zwiebeln. Was war das denn nochmal? Monsterfleisch, ne? Ist noch okay. Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und das bringe ich mal hoch in den Speicher. Sehr gut. Und zwar einmal hier hinten hin. Monsterfleisch. Oh Mann. Ich mache mal folgendermaßen. Das Zeug hier rein. Das nehme ich raus. Und packe es hier rein. So. Zack. Und hier nochmal raus. So. Sehr gut. Dann haben wir da nämlich das drin. Hier haben wir die drin. Und der Honig. Wo habe ich den denn nochmal? Ah ja, hier. Perfekt. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, wir gehen mal kurz nach unten. Zu unserer Schlafkammer. Und bringen den köstlichen Met weg. So. Fast voll. Krass. Ja, das ist doch dann genau so, wie ich es haben wollte, ne? Man macht die auf und hat hier mehr als genug köstlichen Met. Hervorragend. So, wir haben hier zum Beispiel auch so eine von diesen Eisenkonstruktionen. Da wollte ich nämlich unbedingt mal gucken, ob wir mit dem neuen Dings was bauen. Da hatte ich schon nachgeguckt, ne? Und wir haben festgestellt, dass wir den hier benutzen können. Nee, warte, der liegende, der hier. Aber dafür brauchen wir noch mehr Ascheholz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... mal 4 macht 44. Theoretisch könnten wir es bauen, aber ich glaube, da warte ich dann nochmal
Augenblick. Aber was wir mal kurz machen, ist das hier. Hör damit. Und hör damit. So. Dann scroll ich mal ran. Und ich würde das jetzt mal folgendermaßen machen. Also, wo haben wir denn Mittag? Damit fange ich mal an. Das ist der hier. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, warte. Warte, ich weiß, wie ich es abschätzen kann. 1, 2, 3, 4 ist die Mitte. 5, 6, 7 müsste es dann sein, ne? Wenn ich jetzt mal so und ich mache ein G hin, ist falsch. Slash N. 1, 2, warte. Halt unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdammt. Slash N. So. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es ist komplett falsch. Ja, toll, super. Gut, dann machen wir es anders. Dann schreibe ich mal, mache ich mal alles weg. So, und wir machen nochmal neu. Und zwar so, dass wir es so wie letztes Mal kaum ändern müssen. Also, dass ich hier so mache, FFF und dann nochmal auf, Size gleich 5 mache ich mal. Und das hier kopieren. Dann mache ich mal zu und zu. Und schreibe Mittag. Oh, ist das klein. Shit, das ist viel zu klein, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. 11, 12. 11 nur, ne? Einer wieder weg. Ja. Oh, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. So, das ist Mittag. Dann mache ich mal hier Sonnenuntergang. So. Das zu und das zu. Sonnen. Und dann warte mal. Mittag. Dann würde ich da Nachmittag oder hier Abend, ne? Ich schreibe hier Abend. Das ist kürzer. Abend, ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hm? Ja, ja, finde ich besser. Mittag. Abend, dann mache ich den dazwischen. Das ist der hier. Ach ja, da muss ich den wieder wegreißen, ne? Verdammt. So sei es. Wo ist er denn? Der da. Und da mache ich so. Mache den dicht und den dicht. Oh. So. Und danach ganz hier. Dann nennen wir den Nachmittag, ne? Nachmittag. Ich hoffe, die Schrift passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nein! Scheiße. Wenn es Size 4 ist stattdessen. Oh Mann. Ich probiere es nochmal. Kopieren. Halt. Das probiere ich direkt mit dem hier. Einfügen. Das dicht und das dicht. Dann nochmal Nachmittag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und weil es jetzt kleiner ist, 12. 13, 14. 14 zu viel, ne? Ich mache einen wieder weg. 13. 13 ist gut. Ja, 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 ja. Gut. Also nochmal. Sorry. Aber das soll ja nach was aussehen, ne? Wie soll es gut lesen können?
Und es soll schick sein. Mittag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 waren es, ne? Nein, 13. Jo. 13. Und hier nochmal. Zack. Halt. Falschen. So rum und so rum. Plus die wieder, weißt du? Ich bin beschäftigt. Oh Mann. Abends. Oder Abend nenne ich es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stopp. 13. Ja. Sehr gut. Nachmittags. Mittag. Nachmittag. Dann mache ich hier morgens. Ja, ne? So. Und so. Morgen. Nenne ich es mal, nicht morgens. Morgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Und hier zwischen dachte ich mir, das hier nennen wir einfach früh. Vielleicht in Klammern. Und spät, ne? Ja, wie nennen wir den in der Mitte? Zwischen Mittag und Nachmittag. Tag? Tags? Keine Ahnung. Aber das hier nenne ich auf jeden Fall früh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Besser, ne? Morgen. Ja, jetzt ärgere ich mich, dass ich doch nicht es morgens genannt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eins zurück. Nee, N ist richtig. Und ein S hin. Ja, richtig. Morgens. Früh. Mittags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hm. Und abends. Mach ich doch hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, S. So. Früh. Dann nennen wir den hier natürlich spät. Ah, stimmt. Da kann ich doch einfach jetzt so machen. Kopieren. Einfügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. Spät. Ja. Und da... Shit. Morgens, früh, mittags, nachmittags, spät, abends. Früh. Ja, soll ich es einfach Tag nennen? Ich nenne es einfach Tag, oder? Wo kann ich den denn antagen? Der da ist es, ne? Komm schon. Lass mich ran da. Ich kann ihn genau nicht erreichen, echt jetzt? Oh. Ja, komm, Alter, dann mache ich halt das Ding hier weg. Jetzt kann ich es erreichen. Einfügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. Tags. Tags nenne ich einfach. Ich nenne es einfach tags. So. Na, jetzt haben wir morgens, früh, mittags, tags, Nachmittag. Verdammt, da ist jetzt kein S hinter, ne? Nachmittag, spät und abends. Ja doch, das lasse ich so. Komm. Let's go. Hauptsache, wir können es einfacher lesen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Halt. Da muss ich erst das wieder dran machen. Und zwar hier dran. Und dann noch den hier. Und ich glaube, dann werde ich das aber auch
tatsächlich ab jetzt so lassen. Ich habe keinen Bock, das dann irgendwann später wieder zu ändern. So, der muss hier dran. Na komm. So. Und dicht gemacht. So, hätten wir das. Gut, dann kann ich das nämlich endlich mal streichen. So. Und ich finde es viel schöner. Ne? Gut. Und ich glaube tatsächlich auch, dass... Ja, ne, genau, jetzt können wir es natürlich nicht testen, weil es extrem nebelig ist. Aber was soll's? Zapfi, was geht? Läufst du Plusti wieder hinterher? Schon wieder Frühling, wa? Und außerdem wollte ich mal gucken. Wir haben doch bei unserer Felderbase eine Weinrebe angebaut. Die ist bestimmt mittlerweile gewachsen. Na los, zeig her. Muss wahrscheinlich erstmal ausrechnen. Ja. Oh, sogar mit Trauben. Her damit. Soll ich hier direkt ein... direkt eine Farm bauen, ne? Oder? Eigentlich jetzt schon. Jeden Samen, den wir haben, sofort hier reinpflanzen. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Wir können also theoretisch... Das wird wahrscheinlich hier hochwachsen, ne? Würde sich auch noch da ausbreiten, frage ich mich. Wir beobachten das einfach mal. Bevor wir jetzt hier groß wieder irgendwas bauen, würde ich mal gucken, was hiermit passiert. Und ob der sich nach da auch ausbreitet. Aber ich gehe stark davon aus, der wächst nur nach oben. Mal gucken. Wir werden sehen. Ja, und hier das mit dem... Chunkwechsel, ne? Schön ist was anderes. Aber egal, Hauptsache wir können darauf anbauen und das können wir. Das hatten wir da hinten bei dem Fehler schon festgestellt. Also es sieht nur komisch aus. Es ist trotzdem Ackerland. Aber alles klar, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zurück. So, und als nächstes habe ich nämlich einen interessanten Kommentar gelesen. Ich bin nämlich letztes Mal alles durchgegangen bei Herstellung, was wohl neu dabei ist. Und da hat jemand geschrieben, da ist was Neues und ich habe es wohl übersehen. Ist das so? Und zwar hat er gesagt, irgendwo oben rechts. Hier ist der Schraubstock. Aber den Schraubstock haben wir doch schon, oder nicht? Den Schraubstock haben wir doch schon. Die Schwarzschmiede ist doch schon Stufe 3. Ja. Die hat schon zwei Verbesserungen. Welchen? Schraubstock. Aber ansonsten ist hier doch nichts. Oder bin ich jetzt bescheuert? Ich habe hier noch keine neue bekommen, außer die hier, die Handwerkspresse. Die haben wir da hinten ja gebaut. Hm. Kein Plan. Ich schmeiße aber Magiezeugs nach. So. Ach, und wir müssen auch gleich dringend in die Mistland Base Harz holen. Ich mache hier mal die Trauben rein. Stimmt, die Trauben, ne? Können eigentlich mit zu den Beeren. Wobei wir bei den Beeren schon 4 haben. Da mit dem Umsortieren muss ich mir echt nochmal überlegen, wie wir das machen. Weil es ja doch eine ganze Menge neuen Krempel gibt. Und das muss ja irgendwo alles mit in unser System eingegliedert werden. Implementiert. So. Und hier rein. So. Und wenn wir jetzt gleich pennen gehen, dann ist das durchgelaufen und da mache ich direkt noch eine Fuhre an. Deswegen nehme ich mir gleich Weichgewebe mit. Und bevor wir schlafen gehen, gehen wir fix in die Mistlands. Stoffe, das hier auch nochmal raus. Und hinauf. Außerdem baller ich mir mal das hier rein. Oh, finde ich viel besser so. Auch, dass die kleinen, so diese Zwischenbegriffe, so nur 4 Buchstaben haben. Das hat was, ne? Mir gefällt's. So, und wir gehen mal in die Mistland Base. Hör damit. Hör damit. Und hier mit ebenfalls. Und ciao. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, ab in die Profe, wa? Schon ganz schön düster geworden. Zapfi, was machst du hier oben? Ich denke, du warst gerade im Keller. Zum Lachen, wie immer. Naja, gut. Hat er wahrscheinlich Plusti nicht gefunden, ne? Der geile Bock. So, gute Nacht. So, guten Morgen. Und wir gehen direkt wieder runter in den Keller hinein und schmeißen direkt Eiter nach. Huch,
Och nö, come on. Okay, diesmal ging's schnell. Na, was heißt schnell? 11 Sekunden. 11 Sekunden Speicherzeit ist dann doch schon ein bisschen watt. Oh, der ist auch gar nicht fertig durchgelaufen. Stimmt, wir haben wahrscheinlich auch nur die halbe Nacht gepennt, ne? Ja, dann fülle ich einfach auf, soweit es geht. So. Und hier oben auch nochmal. So, sehr gut. Tür zu und tschüss. Und dann würde ich sagen, den Rest schmeißen wir dann wieder in unsere Magie- bzw. Stoffkiste rein. So. Halt. Hier hin. Und Magie-Stuff hier hinein. Ja, haben wir ein bisschen was auf Halde, ne? Kann ja nicht schaden. Oh, Hasenfleisch. Wo kommt denn das her? Ach stimmt, das hatte ich letztes Mal weggeworfen, als wir in den Mistlands waren. Ich erinnere mich. So, eine weitere Sache, die ich gelesen habe und sehr, sehr interessant fand, bezieht sich auf... Wo haben wir ihn denn? Hä, wo habe ich ihn denn hingetan? Huch. Habe ich den denn? Ach ja, stimmt, den habe ich in die Rüstkammer gebracht, ne? Wir haben doch einen neuen Stab. Ne? Und der neue Stab ist nicht nur insofern besonders, als dass er neu ist. Sondern, so wie es aussieht, ist der wohl ein bisschen broken. Nämlich. Und da wollte ich mal gucken. Erstmal wollte ich den auf... Nee, nicht Stab der Glut. Stab der Spaltung. Die Knochen, Aschenholz und dieses Pulver. Knochen, Aschenholz und Pulver. Und dann werten wir den mal auf. Hä? Ach. Oh. Hä? Aber die? Ach, ich verstehe. Den Stab der Spaltung können wir noch gar nicht aufwerten. Das ist, verhält sich anders als die anderen Stäbe. Gut, warte mal kurz. Wenn das so ist. Ich habe nämlich gelesen, wie ich gerade schon meinte, dass der broken ist. Und das bedeutet, dass der überdurchschnittlich viel skillt. Der schießt ja mehrere Projektile. Und jedes einzelne dieser Projektile, das trifft, skillt unsere Elementarmagie. Und man kommt wohl mit keinem anderen Stab so exorbitant schnell in dem Level hoch wie mit diesem Stab. Und deswegen werde ich den, glaube ich, mal auf die 1 packen. Ich würde den Froststab trotzdem gerne mitnehmen. Den Hammer brauchen wir eigentlich kaum, ne? Obwohl, ja doch, sicherheitshalber nehme ich den auch mit. Den Hammer lasse ich mal so, mache ich mal so und so. Und ich würde tatsächlich sagen... Und wir fackeln gar nicht lang. Ah, stimmt, so kann ich machen. Und wir gehen wieder in die Aschenlande, oder? Und zwar mit dem dicken, fetten neuen Stab. Ich mach mal so. Halt! Die Tränke darf ich nicht vergessen. So. Außerdem Essen. Nehme ich den raus. Nehme ich das raus. So, so und so. Energieschild. Ja, die habe ich lieber alle parat. Den Hammer. Falls wir keinen Mana mehr haben, ne? Oder so. Dachte ich mir. Wenn Not am Mann ist. So, Ausdauertrank. Ich glaube, das passt so. Hm, soll ich den Froststab hier lassen? Ich will eigentlich... Ist eigentlich mein bester Freund, ne? Sollte ich eigentlich mitnehmen. Dann mache ich das auch. So. Und ich habe mir außerdem auch überlegt, dass wir... Wir sind ja jetzt unten in den Ashlands sehr, sehr weit gereist, letzte Folge oder vorletzte Folge, auf jeden Fall die Aufnahme, die letzte. Und zwar sind wir ja hier mit dem Schiff durchs Wasser geschippert. Das war ja übel der Aufwand. Und falls wir hier jetzt sterben und kein Portal mehr haben, möchte ich ganz gerne doch irgendwie ein Notportal bauen. Keine Ahnung, wie wir das machen, aber ich habe echt Schiss, dass ich einen dummen Fehler mache und wir den ganzen Weg... dann nochmal fahren müssen, ne? Habe ich übel keinen Bock drauf. Ach ja, Augen! Stimmt, da stand auch noch an, warte. Bevor wir losziehen. Warte mal, so ich gerne 2. So, und außerdem noch 10 Holz, damit wir eine Workbench bauen können unterwegs. Außerdem habe ich kein Feuermet dabei, ne?
Nehme ich mir mal 4 mit. So, und zwar müssen wir noch unsere Dinger auffüllen. Unsere Fackeln hier. Die sind letztes Mal schon aus gewesen. Habe ich mich ablenken lassen und dann wieder vergessen, mich doch wieder drum zu kümmern. So. Da waren die Aschenlande doch spannender. So. Dann hier ran. Stimmt, und es gibt 3 neue Rüstungen, ne? 3 Stück. Also muss ich die beiden abreißen und irgendwie hier so neu bauen. Irgendwie so, vielleicht, dass die hier so gegenüber liegen, habe ich mir gedacht. Aber das machen wir alles später. Erstmal will ich unbedingt die neuen Ressourcen finden. Weil dieses, das habe ich auch nämlich festgestellt, dieses Metall, was wir vorher gesammelt haben in den Aschenlanden, ist ja jetzt antikes Metall geworden. Und das bedeutet wohl, dass es absolut wertlos geworden ist. Da hat man am Anfang sammeln können, wie man will. Das bringt doch überhaupt nichts. Habe ich mir aber ehrlich gesagt schon gedacht. Weil da sind wir ja nicht die Einzigen, die sich das horten. Ne? Bevor es schwierig wird, es zu horten. Gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen... Ach, scheiße. Ich hätte gleich 2 Portalsachen draus nehmen sollen. Ich brauche noch das Gegenstück. Nicht nah. So. Nochmal. Stimmt, und außerdem habe ich alle Augen rausgeworfen. So. Und... Sonnlingskerne 2. Und dann wollte ich mal ein Notportal bauen. Wie machen wir das? Soll ich das erstmal hier hin machen? Erstmal, ich mache es erstmal hier hin und nenne das Notasche. So. Kopieren. So. Und dann gehen wir durchs Reiseportal. Sehr gut. Und das nennen wir so Notasche. Zack. Er ist connected und den lasse ich schön hier stehen. Und dann würde ich nämlich tatsächlich einfach mal irgendwie... irgendwie neue Sachen finden. Aber hier sieht irgendwie alles gleich aus. Warte mal, ich guck mal auf der Map. So hier hinlaufen oder da so? Da so lang, ne? Ich laufe einfach mal. Und außerdem werden wir schön den Stab der Spaltung benutzen. Ach ja, da waren die Hunde letztes Mal, ne? Irgendwer greift mich an. Ah, er, ne? Oh, es geht ja gut los. Zack, so. Stab der Spaltung. Mhm. Da ist ein... Oha, der hat sogar einen Stern. Was mache ich mit denen? Da zum Beispiel ist Frost gar nicht schlecht eigentlich, ne? Weil die verlangsamt werden dadurch. Genau das meine ich. Oh, hier ist noch einer mit Sternen. Shit. Scheiße, ich wollte wegrollen. Und 7. Was? Och nö. Oh, das ging ja schon wieder sehr schnell. Oh Mann. Kaum sind wir da. 2 Viecher mit Sternen und wir sind tot. Na super, können wir pennen gehen? Nö. Bei den Hunden verzichte ich auf den Stab der Spaltung. Da bleibe ich bei dem Froststab, weil der Frosteffekt sie verlangsamt. Und eben gerade, ne, das hat man schon wieder gesehen, wir laufen nur weg, machen Energieschild. Das Energieschild verlangsamt uns so sehr, dass er uns anspringen kann. Und unser Energieschild zerspringt sofort. Ich bin nur mit Weglaufen und Energieschild machen beschäftigt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Theoretisch. So, warte mal. Food. Rein damit. Meat. Rein damit. Rein damit. Und, warte. Ja, theoretisch auch Ausdauer. Warum nicht, ne? Gönnen wir uns mal.
Und haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö, ne? Gut. Ja, ich muss ja einfach nur direkt unsere Sachen zurückholen. Die sind ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Ne? Und zum Glück habe ich ein Notportal gemacht. Gut. So, hier sind wir wieder. Und meine Leiche ist da hinten direkt bei dem. Erstmal sollte ich ihn weglocken, ne? Ach ja, er ist ja auch noch da. So. Na komm her. So. Gott sei Dank haben wir Leichenlauf. Ich laufe mal tatsächlich bewusst in eine falsche Richtung. Oh, da ist ein Spawner. Bewusst in eine falsche Richtung, weil wir gerade so viel Ausdauer haben. Lauf, 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 lauf. Oh, hier ist Lava. Oh nein, nicht der. Bei dem kann ich nicht ausweichen. Der ist immer noch hinter uns her. Das gibt's doch nicht. Ich bewege mich mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass sie mich treffen. Sehr gut. Und er ist immer noch da oben. So, ich laufe mal weg. Oh, ich habe meinen Umhang nicht. Umhang, Umhang und das Ding. So, und ich mache den Froststab doch hier hin. Gut, sehr gut. Mhm.